Hey Oliver Schirmer hier, herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video geht es um das Thema Geld verdienen mit Network Marketing und ich möchte gern ja ganz kurz, bevor wir zum Network Marketing an für sich kommen, warum ich es für die beste Möglichkeit halte, kurz auf ein paar Punkte eingehen, welche Möglichkeiten du grundsätzlich hast, Geld zu verdienen und warum ich dann, beziehungsweise ich will dann einfach überleiten, warum ich Network Marketing als eine der besten Möglichkeiten halte, nicht für jeden, aber für jeden, der da grundsätzlich ein offenes Ohr für eine ja selbstständige Tätigkeit dementsprechend hat, ja. Zunächst mal haben wir im Prinzip, wenn man so will, ja drei, vier Möglichkeiten, wie wir ja Geld machen oder Geld verdienen können. Das ist einmal die klassische Angestellten-Tätigkeit, die klassische Arbeitnehmer-Tätigkeit. Hier ist es einfach so, du ja tauschst oder du stellst deine Zeit zur Verfügung, um in dieser Zeit gewisse Tätigkeit zu verrichten und dafür bekommst du Geld. Das sind im Prinzip klassische Jobs aus allen Branchen. Das können aber auch solche Dinge sein, wie zum Beispiel Zeitungen austragen, House-Sitting, Gartenarbeit für andere oder ja, Kellnern. Das jetzt nur so als Beispiel. Also da gibt es ja unzählige Möglichkeiten, wie du ja Zeit gegen Geld tauschen kannst. Und es gibt aber auch selbstständige Tätigkeiten, die das beinhalten. Zum Beispiel nimmt man einen Auftrag von jemandem an, um ein gewisses Problem zu lösen oder eine gewisse Tätigkeit eben auszuüben. Und dafür bekommt man dann für die getane Arbeit dann eben ein Entgelt. Und das ist zum Beispiel ja klassische Grafikdesign, Webseitenerstellung zum Beispiel. Ja, das können aber auch ja Vertriebstätigkeiten sein. Da gibt es Beratungstätigkeiten, also überall, wo du im Prinzip deine Zeit zur Verfügung stellst, um für jemand anderen dann entweder ein Problem zu lösen oder halt eben eine Arbeit auszuführen, ja. So, und dann haben wir als zweite Möglichkeit die Geld und Zeit für Geld Möglichkeit, ja, so nenne ich das gern. Das sind zum Beispiel dann ja selbstständige Tätigkeiten, die aber ich sag mal, im Vergleich zur klassischen Selbstständigkeit, die, wenn man es richtig dann macht, ja auch die Möglichkeit haben, dir immer Geld zu bringen, selbst wenn du nicht aktiv dafür arbeitest. Das sind zum Beispiel Tätigkeiten wie zum Beispiel ein Autor. Ein Autor schreibt einmal ein Buch und dieses Buch kann dann immer und immer wieder verkauft werden und pro verkauften Buch bekommt der Autor dann eben dementsprechend sein Geld. Das können Musiker sein, die zum Beispiel einen Song schreiben oder ein Album erstellen und immer wenn das Ganze dann im Radio läuft, ja, dann bekommen sie dementsprechend Tantiemen und werden dafür dann eben bezahlt. Oder der Unternehmer, der am Anfang viel Zeit und Geld investiert, neue Arbeitsplätze schafft, Arbeitskräfte einstellt, um sich dann immer mehr und mehr quasi aus dem operativen Geschäft herauszuziehen. Das heißt, hier wird Geld und Zeit zunächst mal eingesetzt, ja, um dann später mehr Zeit und bestmöglich dann auch mehr Geld zu haben, ja. So, und dann haben wir noch die Geld für Geld Möglichkeit. Das ist so die klassische Investorentätigkeit. Das sind ja Aktienhandel, Trading. Das ist, wenn man in Immobilien investiert. Das heißt, man investiert Geld, um eine möglichst hohe Rendite zu bekommen und sich ein laufendes Einkommen bestmöglich über diesen Bereich dann aufzubauen, ja. Also auch hier, das können auch Firmenbeteiligungen sein. Also hier gibt es auch wirklich ja ganz, ganz viele Möglichkeiten. Und dann der vierte Punkt, das ist die Möglichkeit, die ich favorisiere, das ist Network Marketing. Und warum das so ist, das möchte ich dir gleich jetzt im Anschluss zeigen. Und zwar ja, wenn du einfach mal hier schaust, ich zoome da mal ein bisschen ran. Ich möchte jetzt gar nicht auf die einzelnen Punkte drauf eingehen, aber du siehst, dass die Arbeitnehmertätigkeit, die selbstständige Tätigkeit, die Unternehmertätigkeit, dass du hier im Prinzip immer wieder quasi Zeit investieren musst, um quasi dein Geld zu verdienen, ja. Und wenn man das einfach mal so anschaut, ein Arbeitnehmer, der hat eine 30 bis 40 Stunden Woche, ja, das sind die Fahrtwege zur Arbeit, Stau, Stress, Urlaubstage zwischen 20 und 30 im Jahr. Das ist alles relativ fix geregelt. Du weißt auch, dass das Einkommen relativ begrenzt ist, ja, und nach oben gedeckelt ist. Und ja, das auch hier, und das ist
zum Beispiel ein Riesenthema, dass in vielen Branchen immer noch eine Ungleichbehandlung da ist zwischen Männern und Frauen. Das heißt, Frauen verdienen für die gleiche Arbeit einfach weniger. Es ist immer ein wiederkehrendes Hamsterrad, nur um dann, ich sag mal, wenn man dann endlich in Rente geht, feststellen zu dürfen, dass man mit einer niedrigen Rente auskommen muss. Und jetzt könnte man meinen, okay, als Selbstständiger und als Unternehmer ist es deutlich besser, aber auch hier ist bei den meisten selbstständigen Unternehmer es so, dass sie halt quasi von diesem einen Hamsterrad, nämlich des Arbeitnehmers, in ein anderes Hamsterrad wechseln. Auch hier unregelmäßige Arbeitszeiten, 50 bis 80 Stunden die Woche, keine Seltenheit. Man ist flexibel, aber nur, wenn es der Betrieb zulässt. Ich kenne Leute, die können nicht in Urlaub gehen, weil wenn sie ihr Unternehmen verlassen, ja, dann funktioniert nichts mehr. Ja, also das sind alles so Themen. Oft, wenn man dann den Stundenlohn oder wenn man es umrechnen würde, den Stundenlohn, dann wären viele selbstständige Unternehmer häufig auch besser dran, wenn sie Angestellter wären, ja. Aber wie gesagt, man wechselt dann häufig halt vom einen Hamsterrad ins andere. So, und dann gibt's noch Network Marketing. Und Network Marketing ist für mich ja die beste oder das Beste aus allen Welten bei möglichst niedrigem oder bei möglichst wenig Risiko. Ja, das heißt, wenn ich mein Network Marketing Geschäft richtig betreibe, ja, wenn ich es professionell betreibe und am Anfang auch bereit bin, vielleicht sogar etwas mehr Zeit und Geld zu investieren, dann kann ich es schaffen, dass ich eine Arbeitszeit habe von 10 bis 50 Stunden die Woche, eine komplett freie Zeiteinteilung, überall auf der Welt arbeiten kann. Mein Verdienst ist nicht gedeckelt. Das heißt, ich kann mein Geschäft, wenn ich es richtig mache, ja, so groß machen, wie ich das möchte. Es gibt im Network Marketing Menschen, die sind mit ein paar hundert Euro im Monat bereits zufrieden. Und dann gibt es Menschen, die haben fünf oder sogar sechsstellige Monatseinkommen. Und da ist im Prinzip für jeden, jeder kann sich da wiederfinden. Was wir hier allerdings haben, und das ist definitiv dann auch nicht für jeden geeignet, das ist eine leistungsgerechte Vergütung. Das heißt, du wirst also auch nur tatsächlich für das bezahlt, was du in der Lage bist zu leisten. Ja, mit leistungsgerechter Vergütung heißt nicht immer, dass es gekoppelt an die eigene Arbeitszeit ist oder an den eigenen Arbeitseinsatz. Aber um ein großes Unternehmen und ein großes Vertriebspartnernetzwerk aufzubauen, muss man natürlich auch schon gewisse Dinge richtig machen. Ja, wir haben hier die Möglichkeit, unsere Arbeitskraft quasi zu multiplizieren. Du kannst jeden Tag überall auf der Welt, ja, wenn das dein Unternehmen zulässt, eine neue Filiale, nenne ich es immer, öffnen, und kannst dann dafür sorgen, dass diese Filiale dann groß wird. Du kannst haupt- und nebenberuflich starten. Du kannst also dein Geschäft nebenberuflich so lange aufbauen, bis du sagst, okay, ich wechsle jetzt von der einen Anführungszeichen Sicherheit in die nächste. Du kannst es aber auch für immer nebenberuflich machen. Du hast so gut wie keine Fixkosten. Ab und zu gibt es ein paar Einstiegsgebühren, ja. Aber auch das würde ich jetzt mal in meiner Definition nicht unbedingt als Investition bezeichnen wollen, ja, wenn ich sehe, dass andere Unternehmen Zehntausende, Hunderttausende Euros erstmal investieren müssen, um überhaupt loszulegen. Ja, also im Prinzip hast du hier keinerlei Risiko, hast aber alle Vorteile, die der Unternehmer dementsprechend auch hat, wenn er sein Geschäft richtig aufbaut, nur ohne die Verantwortung, Gehälter und Löhne zahlen zu müssen und so weiter. Ja, also deswegen macht das Network Marketing für mich zum schönsten aller Geschäftsmodelle, weil es auch keine großen Einstiegshürden gibt. Das heißt, es ist wirklich für jeden möglich, in diesem Geschäft zu starten, der wirklich eine selbstständige Tätigkeit haben möchte. So, und wie verdient man jetzt im Network Marketing seine Brötchen? Im Prinzip hast du drei Möglichkeiten, wie du mit Network Marketing arbeiten kannst, ja, oder Geld verdienen kannst. Die erste Möglichkeit ist, das wird bei gerade bei in unserem Unternehmen von vielen, vielen Menschen sehr stark genutzt. Das ist die Ergänzung des eigenen Produktportfolios beziehungsweise der Aufbau von einem Zweiteinkommen, einfach indem man den Kundennutzen erhöht. Ja, ich gebe dir ein Beispiel. Vielleicht kennst du die Situation. Du fährst heute, du bist vielleicht vertrieblich tätig, hast vielleicht bist in der Finanzdienstleistung oder wo auch immer, fährst zu einem Kunden und im Kundengespräch stellt sich raus, dass der Kunde aktuell nicht den Bedarf hat oder aktuell vielleicht gar keine finanziellen Möglichkeiten hat. Und wenn du jetzt natürlich im Vorfeld dem Kunden, ich sag mal, durch zum Beispiel jetzt wie in unserem Fall die Möglichkeit geben kannst, eine Einsparung in seinen Energiekosten zu ermöglichen, dann hast du Minimum erstmal hier einen Abschluss generiert, hast eine Provision generiert, ja, wirst leichter weiter empfohlen
und hast dann aber auch noch die Möglichkeit, durch die frei gewordenen finanziellen Möglichkeiten, was je nach Privathaushalt oder auch Firma mehrere hundert bis mehrere tausend Euro im Jahr durchaus ausmachen können. Und hast dann erstmal die Möglichkeit geschaffen, um quasi deine eigenen Produkte ja quasi anzubieten, beziehungsweise dann dort auch noch zu platzieren, ja. Und das wird sehr, sehr viel genutzt. Und ja, wenn du da vielleicht auch mal Fragen dazu hast, weil du vielleicht jetzt gerade in einer Branche bist, wo du mit dem Gedanken spielst, dann komm da auch gerne auf mich zu. Dann können wir einfach mal gemeinsam schauen, wie du das Ganze so in deinen Arbeitsalltag integrierst, dass es für deine Kunden keine Fragezeichen aufwirft, sondern dass es ja in einem Guss sich das Ganze ergibt, ja. Dann die zweite Möglichkeit ist, im Network Marketing einfach mit dem Verkauf der Produkte zu starten. Das heißt, dass du klassischen Direktvertrieb betreibst und dir, also jetzt in unserem Fall, dann klassische Folgeprovisionen oder durch klassische Folgeprovisionen dir ein lukratives Folgeeinkommen dementsprechend aufbauen kannst. Du hast dann Abschlussprovision für jeden neuen Kunden, den du gewinnst, und ja, dann natürlich auch noch attraktive ja, Verträge, die dir Folgeeinkommen bringen, beziehungsweise Folgeprovisionen bringen, und zwar so lange, wie der Kunde bei dir eben Kunde ist. Und die dritte Möglichkeit ist, ein dauerhaftes Einkommen durch Teamaufbau zu generieren. Das ist so für die Teamplayer unter uns, das ist für die Leute, die sagen, Mensch, ich bin jemand, der möchte gern ein großes Vertriebsnetzwerk aufbauen, den Menschen dann helfen, ihre eigenen individuellen Ziele dadurch zu erreichen. Ja, und natürlich ist auch die Kombination aller drei Punkte möglich, und das ist einfach das, was Network Marketing so attraktiv für viele Menschen macht und wo ich einfach auch sage, dass es ja für mich die schönste aller Welten dann dementsprechend ist. So, und was muss man tun, um dann tatsächlich auch Geld zu verdienen? Und da möchte ich, das will ich auf gar keinen Fall irgendwie unter den Tisch fallen lassen, weil viele Menschen häufig mit falschen Erwartungshaltungen gerade im Network Marketing starten. Wenn du im Network Marketing dauerhaft Geld verdienen möchtest, dann musst du bereit sein, Akquise zu betreiben. Und Akquise, das kann auf vielen Wegen erfolgen, das kann durch Online-Marketing sein, aber gerade im Network-Marketing musst du aus meiner Sicht auch in der Lage sein, mit Menschen ja klarzukommen und auch auf fremde Menschen und auf andere Menschen auch zugehen zu können. Und ja, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Dann kommt natürlich dazu Beratung und Verkauf. Ja, dadurch, dass du immer mit anderen Menschen dann auch zu tun hast, musst du natürlich auch in der Lage sein, deine Produkte zu verkaufen. Das muss man nicht von Geburt aus können, sondern man muss es einfach lernen wollen. Dritter Punkt ist das Thema Rekrutierung. Du musst also in der Lage sein, andere Menschen von deinem Geschäft zu begeistern. Du musst vernünftig präsentieren lernen. Du musst Präsentationen abhalten können, um dann Menschen in dein Unternehmen, für dein Unternehmen zu gewinnen, für deine Organisation zu gewinnen. Und dann musst du natürlich diesen Menschen auch noch dabei helfen, dass sie in ihrem Geschäft maximalen Erfolg haben können, indem du ihnen zeigst, wie du das Ganze erfolgreich machst, und dass sie dann eben halt auch deine Arbeitstechniken einsetzen können. Okay, ich hoffe, das Ganze war für dich jetzt mal wieder hilfreich. Du konntest ein paar Impulse für dich mitnehmen. Wenn dem so war, würde ich mich freuen, wenn du das Video mit deinem Netzwerk teilst, vielleicht der Sache einen Daumen hoch gibst, ja. Ansonsten, falls du Lust hast auf eine Zusammenarbeit, findest du immer unterhalb des Videos ja einen Link zu weiterführenden Informationen, natürlich absolut kostenfrei, und dort bekommst du dann alle weiteren Details. Ich freue mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen, und ja, wünsche dir bis dahin alles, alles Gute. Ja, maximalen Erfolg. Dein Oliver Schirmer. Ciao, ciao.